Hi und herzlich willkommen zu meinem Minecraft Let's Show. So, wie ihr seht, habe ich eine wunderschöne Hütte. Nein, natürlich nicht. Das ist meine Hütte. Drehen, 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 drehen. Da, da, da. Ja, okay. Epic Fail. Fail. Ja. Wie ihr seht, ist das nicht gerade sehr berauschend. Aber gut, es ist ja mein erstes Wochen Minecraft Let's Play. Let's Show. Entschuldigung. Okay, ich habe mich schon verbaut. Schöne Scheiße. Was ich damit meine ist, ich bin erst seit 4 Tagen Minecraft, also richtig Minecraft und ja, aber ich natürlich habe schon Let's Plays und alles mögliche drüber gesehen, darum weiß ich auch alles. Ich spiele es erst, wie gesagt, seit 4 Tagen und ja, ihr könnt ruhig in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet, was ich so alles in 3 oder 4 Tagen, ich weiß nicht mehr, ich glaube es waren 3 Tage, gemeistert hier habe, ob das wirklich gut ist für so einen Anfänger oder ob das so mittelmäßig ist oder ob da was noch ist. Und dann könnt ihr natürlich auch noch schreiben, was ich hier natürlich in meinem Häuschen so alles besser machen könnte. So, wie ihr gesehen habt, war das gerade meine unendliche Wasserquelle. Und das ist auch meine Standardhütte, die ihr hier seht. Ich habe noch viele andere Hütten gebastelt und das ist wirklich meine Standardhütte. Hier gibt es erstmal 2 Wege. Der eine Weg führt zum... Na, nach rum. Ach, wir sind um. Da ist ein Huhn. Das ist sozusagen meine Falle. Quatsch, was rede ich hier? Falle. Dann so eine Art kleiner Schutzturm. In diesem Schutzturm hier, wenn der Monster vorbeikommt, dann bringe ich die eben einfach mal so schnell um. Und da ist schon wieder so... Ey, was ist denn mit den Hühnern heute los? Irgendwas stimmt hier nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Gar nicht. So, auf jeden Fall habe ich mir die hier gemacht, um Monster zu verteidigen und alles mögliche hier zu machen. Nicht? Ja, ganz interessant. So, ich gehe mal an das andere, das sieht man besser. Jetzt noch eins weiter. Ja, ihr seht, da ist ein Zaun. Und das Glas. Was hat das zu bedeuten? Das zeige ich euch später, meine lieben Freunde. So, gehen wir erstmal wieder runter. Also das war es hier zu sagen von dem kleinen Teil. So, gehen wir mal runter. Dann sind wir schon hier. So, dann gehen wir mal zum anderen Ort. Dann habe ich so, ich habe hier nämlich ziemlich viele kleine unsinnige oder sinnvolle, ich weiß es nicht genau, Tunnel gemacht. So, der eine führt natürlich hier runter. Der führt uns zu dahin, wo ich jetzt das, was ich euch nämlich als nächstes zeigen will. Laufe ich richtig? Hoffentlich habe ich mich nicht verlaufen. Na, wir sind richtig. Ja, okay. Hier, wie kommt... Ey, langsam macht mir das hier ein bisschen Angst. Wie kommt die überhaupt hier alle rein? Ich muss mal kurz was gucken. Peaceful. Okay. So, dann gehen wir weiter nach oben. Hier ist meine kleine Schaubühne. Jetzt fragt euch sicherlich, warum habe ich da ein Loch drin? Ja, das hat mir mein... Wollt ihr mich jetzt total verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ey, langsam habe ich hier echt ein ungutes Gefühl heute. Auf jeden Fall hat mir das mal ein Creeper weggesprengt, das Loch, und... Ja, das ist natürlich nicht so schön geendet und darum habe ich hier einfach ein Loch reingemacht. Und falls jetzt hier mal irgendwie Zombies, Skelette, Creeper, alles mögliche da reinfliegt, dann kann ich eben am Tag sehen, wie das hier alles so skrapiert. So, ihr habt das glaube ich auch gesehen, was ich jetzt zeigen werde. Hm, naja, Gang. Warum nicht? Sieht doch ganz interessant aus. Hier habt ihr eine Tür gesehen. Tja, wo führt die hin? Die führt zu meiner Mine, die ziemlich weit hinten ist. Die zeige ich euch mal. Diesen Tunnel habe ich eigentlich unbewusst begraben. Also das heißt sozusagen, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Mich hat man nämlich in meiner, das ist sozusagen meine Mine hier, hat mich immer so ein Skelett erwischt und ich musste mich irgendwie wieder rausgraben. Und dann habe ich eben den Weg da genommen und aus Zufall bin ich irgendwie in der Nähe meiner Hütte gelandet. Das ist ganz lustig. Ja, gehen wir mal nach oben. Na, wir sind ja schon fast oben. So, nämlich genau, wenn ich jetzt die Tür aufmache, da oben, da ist ein Skelett runtergefallen in der Nacht mal. Und das ist böse geendet. So. Wie ihr seht ihr nur Landschaft. Da hinten werde ich mal irgendwo da oben mal sicherlich hinziehen. Weil es sieht wirklich geil aus. Und wenn ihr jetzt dieses Kreuz seht, dann kommt man genau in die Mitte. Denn so ungefähr, da müsst ihr jetzt so einen kleinen Turm sehen. Da ist meine kleine Farm. Da gehen wir auch gleich hin. Und dahinter, also da so ungefähr, da liegt noch so ein Art Cave, den will ich jetzt euch nicht unbedingt zeigen, denn das ist eigentlich viel zu klein und uninteressant, es lohnt sich nicht so sehr zu zeigen. Und hier habe ich noch eine Fackel hingesetzt, weil es nämlich auch zu einem Geheimgang führt. Tja, wohin führt der nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Gucken wir mal nach.
Ah ja, der führt hier hinten raus, denn ich bin einmal in der Nacht hier runtergefallen und dann musste ich mich hier irgendwie wieder rausboxen. Habe ich eben den Weg hier genommen. Und dann bin ich eben wieder rausgekommen. Und das, was für ein Wunder, direkt vor meiner Haustür. So, wir haben Wolle. Ja, setzen wir mal Wolle rein. Sieht doch lustiger aus. Und es wird Nacht. Aber wir haben auf Peaceful gestellt und darum kann uns nichts passieren. So, was zeige ich euch als nächstes? Ja. Wenn wir schon mal hier sind, hätte ich euch so wie oder so gezeigt. Noch einen kleinen Turm ist ja sozusagen zur Erkennung, wenn ich mal irgendwo in der Ferne war. Also ich war ja noch früher so als Anfänger immer unterwegs und da weiß man natürlich nicht mehr irgendwann den Weg nach zurück. Und tja, das ist natürlich nicht so prickelnd. Darum habe ich den Turm da gemacht. Ich werde ihn wahrscheinlich noch ersetzen. Oh Gott, jetzt wird es aber hier dunkel. Zum Glück habe ich genug Fackeln mit. Hier kommt auch noch einen. Dann noch die letzte da hinten in die Ecke. So, hatten wir nicht noch ein Stack mit? Ja, da hatten wir noch einen. So. Zumindest ist das meine Hütte. Die führt auch zu meiner Standardhütte. Und hier ist der Weg nach unten. Ups, wop, 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 oh. So, gehen wir mal rein. Tür zu. Hier, das ist meine kleine Hütte. Die muss ich noch ein bisschen ausbauen. Muss ich noch ein paar Dinge machen. Ja, ich bin ein bisschen faul, deswegen, wie ihr seht, ist da hinten noch Tage und hier ist Nacht, was keinen Sinn ergibt. Aber, ihr seht schon wieder diesen Zaun. Ja, ich zeig's euch, weil, also, nicht aufregen. So, Typ. Das mache ich zu, okay. Hier ist ein kleiner Wachturm. Ihr wisst ja, hier unten meine kleine Falle. Mit dem Zuschauerraum. Der Zuschauerraum ist da, hier war die Falle. Falls immer Monster kommen. Und ich irgendwie nicht so richtig erwische, gehe ich mal auf den Turm. Ich werde hier auch mal noch so ein System machen, dass ich hier auf den Turm raufkomme. Und ja, da ist meine kleine Baumfarm. Die zeige ich auch euch gleich. Da gehen wir gleich auch weiter. Ja, das war's erstmal. Also gehen wir mal zur der. Ah ja, oh Gott. Das ist ein bisschen verwirrend hier mit den Wegen, wenn man sich so schnell zu drehen. Weiß man ja gar nicht mehr, wo man hier lang muss. Warum ist dann doch? Keine Ahnung. Rein hier. So, und genau in der Mitte ein Loch. Beabsichtigt und wir gehen mal runter. Blub, 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 blub. Wir sind unten. So, kommt euch vielleicht bekannt vor. Na, na, na. Ja, na klar, wir sind nämlich hier wieder in unserer Standardhütte. Und ja, gut, da ist die Falle. Gehen wir mal hier lang. Hier geht es nämlich zu meiner kleinen Baumfarm und weiter zur gefällten Farm. Oder besser gesagt auch noch zu meiner, also zur gefällten Baumfarm und Farm. Denn hier seht ihr meine Baumfarm. Sieht doch alles schön und gut aus, aber ich habe das Gefühl, das ist viel zu niedrig. Das muss ich noch ein bisschen höher aussetzen. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Naja, um genau zu 4. Wenn ihr es euch anguckt und ihr auch mal so eine Farm gemacht habt mit einem Baum und bei euch das klappt, könnt ihr mir vielleicht sagen, ob das wirklich ein bisschen zu niedrig ist oder habe ich irgendwas falsch gemacht. Das würde mich nämlich interessieren. Aber wäre eigentlich ganz lustig, wenn ich hier so eine Farm hätte. So, okay, hier scheint es ein bisschen dunkel zu sein. Ah, das ist immer dahin. So. Nun geht's zu meiner gefällten Farm. Zur gefällten Farm geht es um einen anderen Weg, zu meiner einen Hütte und sonst geht dann noch zu der Mine lang. Termine habe ich gesagt, gehe ich euch nicht hin. Dann zeige ich euch noch das Haus, noch die Villa und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also für meine ersten 3 Tage. So, also wie ihr seht, hier ist meine Farm. Gefällt die Farm. Warum? Hier drin spawnt irgendwie kein Monster, kein Tier. Aber wenn wir spawnt hier irgendwie draußen und das ist scheiße. Hier den Weg habe ich einfach so gemacht, da werde ich auch nochmal weiter irgendwas machen. So, und wenn man hier durchguckt. Oder ich mach mal die Tür auf, das sieht man dann besser. Ihr seht da unten, ganz dunkel in der Ecke, so ein Lichtfackeln. Da oben war ich ja in meiner Mine drin gewesen, der vor dem Eingang, die Hütte, und das ist nämlich der Ausgang sozusagen, da mit dem See, und hier seht ihr ihn auch. So, gehen wir wieder rein. So, ja, wo geht's weiter? Wir gehen zu meiner Hütte. Zu einer meiner Lieblingshütten. Ich habe nämlich zwei, einmal meine riesige Villa, an der ich gerade baue, und, an der kleinen hier, an der ich fertig bin. Die ist eigentlich nicht so groß, hat eigentlich auch nicht wirklich so was Besonderes an sich, aber ich finde, es ist irgendwie einfach, das sieht einfach toll aus, irgendwie geil. So, gehen wir mal hin. Und hier geht's auch schon lang. So, ich habe hier ganz oben bis zum Dach, es geht ja auch bis zum Dach natürlich auf dem kleinen Häuschen,
freigelassen. Falls ich mal Nachtarbeiten mache und hier nach oben komme, dann sehe ich hier wenigstens, dass, aha, es ist Nacht. Dann weiß ich es draußen, dass es Nacht ist. Okay. Hier ist die Hütte. Sie ist klein, aber fein. Hier kann man auch nochmal runtergehen. Hier kann ich schon mal so gucken, ob hier Monster oder sowas rumlaufen. Hier, und da hinten, da ist die kleine Mine, von der ich geredet habe. Da hinten ist noch so ganz dunkler Cave und alles. Und da oben, wenn ihr das jetzt gerade noch so ungefähr knapp sehen könnt, da baue ich mir noch eine richtige Villa hin. Also Dachvilla, so in etwa, so wie Gronkh. Gronkh werdet ihr sicherlich kennen. Und ja, dazu. Was gibt's noch so Besonderes? Also man kann hier aufs Dach und hier in der Nacht spawnt immer ziemlich viel Monster. Also das kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Oder? Kann ich es euch zeigen? Ja, ich zeig's euch mal. Easy. Gucken wir mal, ob wir was spawnt. In der Zwischenzeit kann ich euch noch ein bisschen weiter rumführen. Ich mache mal das hier weg. Das stört mich ein bisschen. Immer wenn ich hier langlaufen will, falle, denke ich immer, dass ich fast runterfalle. Und das ist doch nicht toll, wenn mich dann die Monster erwischen. So, auf jeden Fall, die Hütte ist wirklich klein. Aber sie ist wirklich fein, wie gesagt. Ja. Okay, das können wir wegmachen. Fällt mir jetzt gerade ein. So. Da das nicht so stört dann. Ja. So, noch ein bisschen Hausarbeit machen. So, da. 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 Ja. Ja, das ist okay. Da geht's dann raus. Und manchmal kommt hier wirklich mal was vor meiner Haustür und sagt mal so Hallo, aber zum Glück bin ich noch in der Alpha-Version, wie man sehen kann. Und da können die Creeper eben nicht durch eine Wand einfach mal so jemanden in die Luft jagen. Und man sieht schon, da ist ein Skelett, da ist ein Creeper, da ist ein Zombie. Ach herrje, da hinten ist eine Spinne sogar. Da hätten wir ein Skelett auf meiner Farm. Auf meiner gefällten Farm. Ich mach mal das hier. Fail. So. Ja, setzen wir mal da hin. Und ein Licht draufsetzen, bevor hier irgendwas spawnt. So, zumindest ist ganz interessant geworden. So, ich mach mal wieder aus, denn ihr seht schon, hier läuft alles mögliche Mist hier auf dem Dach rum und alles, ach, was weiß ich. Und jetzt müsste eigentlich wieder alles verschwinden. Alles ist weg. Gut. Springen wir runter. Geronimo! Oh, ouch. So, dazu habe ich noch keinen direkten Weg oder Tunnel gemacht. Aber es kommt auch noch bald. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen will. Jetzt zeige ich euch mal meine kleine Baumhausvilla. Baumhausvilla, ja, genau. Und ich habe mir schon wieder ein Creeper ein Loch weggesprengt. Ah, Mann. Muss ich auch mal irgendwann hier mal zubuddeln. So, zumindest. Oh, und das ist meine funktionierende Tierfarm. Die ich euch zeige. Wie ihr seht, habe ich schon ein paar Gäste, das freut mich sogar. Und zum Glück kommen die auch nicht rüber. Also, laufen wir mal runter. Runter, runter, runter. Auch. Und gehen wir in unsere Farm rein. Ein hier. Ein hier. Ein da. Da. Das ist meine kleine Farm. Immer schön die Tür zu lassen, sonst kommt hier irgendwas rein. Ich habe ja noch einen kleinen Weg zu meiner Villa gebastelt, aber den benutze ich. Benutze ich den? Nee, lassen wir mal so, wie er ist gerade. Na? Gib mir deine Wolle. Blub. So, gehen wir wieder raus. Immer schön die Tür zu halten. Das kann gefährlich enden. Auch wenn die Monster sowieso irgendwann weggehen, wenn ich mal nicht da bin. So, und das ist meine kleine Villa. Hier habe ich noch ein paar Kaktus, einen Kaktus hingesetzt und wird's Tag. Tag? Nee. Da oben seht ihr eine Fackel. Da oben ist auch geil. Da werde ich auch ein Haus hinbauen. Und es wird doch Tag. Habe ich gemacht. Die Kakteen habe ich hier gemacht für die Fallen. So, hier habe ich noch eine kleine extra Falle gemacht. Falls hier mal was von der Seite kommt, locke ich es hier runter, töte ich es. So, und wie gesagt, das ist eigentlich bisher meine Lieblingshütte. Warum? Sie sieht irgendwie geschmeidig und geil aus. Ah, das kann man zu jeder Hütte eigentlich sagen. Es hat noch eine zweite Etage mit einer unendlichen Wasserquelle auf dem Dach. Ui, wie geil. Und ja. Das Tolle dran ist, ich werde noch eine dritte Etage wahrscheinlich reinbauen. Na, lass mich hier raus. So. Geht's immer nach oben. So. Sind wir oben.